Im Jahr 9 nach Christus erlitten drei römische Legionen auf dem Weg in ihr Winterlager in der Varusschlacht eine vernichtende Niederlage. Am Ort des Geschehens finden sie nun zum 14. Mal statt. Die Römer- und Germanentage in Kalkriese, das ist schon ein Anblick, wenn so eine römische Truppe so hinter einem herläuft, ne? Was habt ihr da gerade gemacht? Wir haben gerade ein paar Übungen durchgeführt, und zwar militärische Formationen, Angriffsübungen, Tausch der ersten Linie. Alles Taktiken, die wir benutzen, wenn wir auf dem Schlachtfeld sind. Ihr kommt aus Italien tatsächlich, ne? Das ist richtig, wir kommen aus Italien. Ja. Richtige Römer? Richtig, Römer nicht, nein, aber Italiener. Ich habe gesehen, ihr habt Nudeln gegessen in der Mittagspause, Penne. Ja. Die gab es doch damals noch gar nicht, das war jetzt nicht so authentisch. Nun, wir sind nun mal Italiener. Ich würde nicht sagen Freizeitlegionäre, aber Halbzeitlegionäre. Okay. Was hat der Römer sonst gegessen? Ja, es gab ein Pulsum, oder Puls wurde es genannt. Das ist eine Art Brei, ja, aus Grieß oder aus Hirse. Ja. Das war halt die Grundnahrung, also viel Kohlenhydrate. Und dann, was sie finden konnten, also Fleisch, Gemüse. Was gibt es denn heute zu essen? Wir haben Linseneintopf. Wir haben Linseneintopf und wir haben hier die Möhren und die Wurst und den Lauch. Und die Linsen sind, da hinten, die roten Linsen. Ist das was die Germanen früher auch gegessen haben? Das haben die Germanen früher gegessen. Es ist nur schwierig, also die Originalzutaten kriegen wir nicht mehr. Ja, ja, das ist natürlich alles gezüchtet. Die roten Möhren sind erst aus dem... Tobias, wann sind die roten Möhren? 18. Jahrhundert, 17.? 18. Jahrhundert. Und die gelben Möhren kriegt man nur noch schwierig, oder weiße Möhren kriegt man schwierig, ja, manchmal schon. Und der Lauch ist natürlich auch gezüchtet und hier die Fleischwurst ist vom Metzger. Und, ne, aber so insgesamt gab es die Zutaten schon. So, da ist es nicht viel überliefert. Von den Römischen gibt es viele Rezepte. Ja. Das waren aber eher so Spezialitäten. Was alle gekocht haben, so Alltagsgerichte, hat keiner aufgeschrieben. Okay. Es wurde noch kein Kochbuch gefunden bei den Germanen. Da wurde noch kein Kochbuch gefunden. Warum trägst du ein Fell? Ist ja warm heute. Richtig. Ist gar nicht so unangenehm, ein Fell. Ich sag mal, ich habe eine Tunika, Leintunika, eine Wolltunika da liegen. Und das sieht barbarischer aus und hebt sich mehr ab. Ja, Kleider machen Leute. Anna besucht die Veranstaltung zum ersten Mal und wollte schon immer mal ein Kettenhemd tragen. Übrigens eine germanische Erfindung. Du musst mich beneiden, Martin. Wie fühlt sich das an? Schwer. Was Ihnen jetzt ernsthaft fehlt, ist ein Gürtel. Und zwar ein fester Gürtel. Das führt aber dazu, das sollten Sie jetzt schon merken, dass Sie jetzt viel mehr Gewicht auf den Hüften hängen haben und nicht mehr auf den Schultern. Ich erfahre hier viel Interessantes über die verschiedenen Waffen der Antike. Das kommt erst im Mittelalter. Der Riemen hat sich hier verhakt. Der hat sich verhakt. Das darf im Kampf natürlich nicht passieren. Richtig. Das wäre tödlich. Und Anna lernt, dass ein Kettenhemd nicht unverwundbar macht. Und wenn ich jetzt mit genug Kraft komme, kann ich auch die Ringe auseinanderspringen. Also man ist nicht doch geschützt. Also ganz geschützt, naja, nicht. Man ist nicht ganz geschützt. Aber ist man heute mit einer kugelsicheren Weste ganz geschützt? Nein. Aber sehr schön. Jetzt habe ich meinen Wunsch erfüllt. Ihr habt ja ganz schön Stress hier, ne, Marco? Nein. Geht alles. Jetzt sollt ihr schon zum Fototermin. Ja, wir sind immer hübsch, ne? Sieht ja auch gut aus. Jetzt die wichtigste Frage, die ich mir stelle. Warum haben die Römer hier die Varusschlacht verloren? Das ist ein asymmetrischer Krieg. Die Germanen waren sehr mobile Einheiten, waren zum Großteil sogar Söldner der Römer und kannten dadurch auch die Kampftechniken der Römer sehr gut, in- und auswendig. Jetzt habe ich gerade gehört, dass Hermann, der Karusker, also Arminius, im Pavillon sein soll zum Fototermin. So, wo ist jetzt Hermann? Hermann steht hier. Sie sind Hermann? Ich bin Hermann. Also Sie müssen sich noch umziehen, oder? Nein, ich bin hier direkt in meiner Berufsbekleidung, denn ich bin heute nicht als Germane, sondern als Fotograf am Start. Ach so, ich dachte, Fototermin mit Hermann wäre mit Hermann dem Karusker. Na, das habe ich ja vollkommen falsch verstanden. Ist es nicht witzig, dass der Fotograf Hermann heißt? Das ist schon beunruhigend, ist das nicht witzig. Angst hast du keine? Nein, ich kenne ihn schon etwas länger, der hat mich noch nicht überfallen bislang, also seit Jahrzehnten sind wir gute Freunde, sagen wir. Wir vertragen uns noch. Ja, viel Glück. Danke sehr. Marco? Jo. Kein Hermann machen, ne? Hermann, der Fotograf, nutzt die Gelegenheit, dass Marco und seine Soldaten in Kalkriese sind und macht Bilder für die Ausstellung des Museums.
Es gab viel zu sehen auf den Römer- und Germanentagen. Vorführungen, Nachstellungen, Wissenswertes über das alltägliche Leben der Antike. Reenactor standen Rede und Antwort. Nur alle 2 Jahre finden die Römer- und Germanentage im Osnabrücker Land statt. Wer sich die Wartezeit darauf verkürzen will, kann im Museum und Park Kalkriese ganzjährig die Ausstellung besuchen und an Führungen teilnehmen.